Gut, ja, dann legen wir doch gleich los und wir starten mit Dr. Thomas Kirchhoff. Thomas Kirchhoff hat Landschaftsplanung und Philosophie an der TU Berlin studiert. Er war 10 Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter für Landschaftsökologie an der TU München. Seine Habil dreht sich um das auch sehr aktuelle Thema der kulturellen Ökosystemleistungen. Und er befasst sich, und das wird uns gleich jetzt interessieren bei seinem Vortrag, mit unterschiedlichen lebensweltlichen Naturauffassungen. Interessiert mich auch. An der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg hat er ein Projekt, was unmittelbar mit unserem Thema heute zu tun hat, nämlich Energiewende und Landschaftsästhetik. Eine seiner Thesen, die er mir am Telefon verraten hat: Natürlichkeit gehört zur Landschaft. Habe ich es richtig verstanden? Okay. Sein Vortrag lautet: Landschaftsverträglicher Ausbau der Windenergienutzung, Voraussetzungen und Grenzen. Herr Kirchhoff, legen Sie los. Vielen Dank für die Vorstellung, für die Einladung. Guten Morgen. Ich möchte beginnen mit einem kurzen Hinweis, einer Vorbemerkung zu meiner Themenwahl. Es wurde ja schon einiges gesagt zur Energiewende überhaupt. Ich spreche an dieser Stelle nur über Windenergie. Warum diese Einschränkung? Das hat vor allem zwei Gründe. Der eine ist, dass es in der Windenergie ein besonders großes Leistungspotenzial gibt im Vergleich zu anderen Formen der regenerativen Energiegewinnung. Und dass dort auch ein Vorteil besteht, dass es keine Flächenkonkurrenzen zum Beispiel zur Nahrungsmittelproduktion gibt, wie es bei der Bioenergie der Fall ist. Der andere Aspekt ist, der zweite, dass Windenergieanlagen aufgrund aus technischen Gründen eben sehr weit sichtbar sind in der Landschaft, die Differenz zu vielen Solarfarmen. Und der dritte Aspekt dabei ist, dass in den Diskussionen oder dass die Diskussionen um Windenergieanlagen, so meine Beobachtung, diejenigen sind, wie angedeutet, die am emotionalsten geführt werden in der Bevölkerung und für die man auch sagen kann, dass die ästhetischen Bewertungskriterien, also die Vorgehensweise, was muss ich eigentlich beurteilen, wie mache ich das auch in Fachkreisen, also von Behörden, Fachplanungen, Büros und so weiter, dass dort große Unsicherheiten bestehen, die also eine lange Tradition haben der Landschaftsbildbewertung, wo man im Grunde seit 1967 darüber streitet, wie man das eigentlich am besten tut. So viel vielleicht zum Hintergrund meiner Themenwahl. Windenergie und die ästhetischen Aspekte, die hier vorgegeben sind vom Tagungsthema, die mir aber auch zentral scheinen. Darauf komme ich jetzt zu sprechen. Ich werde versuchen, das so ein bisschen fokussiert in neuen Thesen letztlich zu entwickeln. Zunächst nochmal zur Engführung. Wenn man über Möglichkeiten und Grenzen eines landschaftsverträglichen Ausbaus von Windenergieanlagen sprechen möchte, wäre erstmal die Frage, worum geht es eigentlich der Sache nach? Und Sie werden das alle wissen, die Disziplinen wie die Landschaftsplanung und so weiter kennen innerhalb des Schutzgutes Landschaft ein ganzes Spektrum von Schutzgütern. Ich habe sie hier mal dargestellt: Mensch, Arten und Biotope, Landschaftsbild, Klima, Luft, Boden, Wasser, so eine nicht unübliche Einteilung. Meine erste These dazu wäre eben, es wird viel gesprochen über Arten, das sind vor allem Vögel, Fledermäuse, ist ein wichtiger Aspekt, das steht aber oft zu sehr im Vordergrund, darüber wird anderes vernachlässigt. Der zweite wichtige Aspekt, der Mensch, da sind es vor allem die Lärmbeeinträchtigungen, die von diesen Anlagen ausgehen, an der Anlage vielleicht so um die 100 Dezibel, in Wohngebieten dürfen es aber in Rhein nur 35 Dezibel sein, also man hat Abstandsaspekte zu berücksichtigen. Ein zweites wichtiges Schutzgut, demgegenüber sehr untergeordnet, wird aber oft auch viel besprochen: Wasser, Boden und die Biotope für die überbauten Flächen, Zufahrten und so weiter. Aber meine These, der Kern der Problematik, auch wo die Emotionen hochgehen, sind eigentlich, ist die Frage des Landschaftsbildes. Dort sollte der Fokus liegen, obwohl er in der Praxis oft ganz woanders gelegt wird. Nun habe ich gesagt, wenn man über Landschaftsbild spricht, dann geht es um ästhetische Qualitäten und symbolische Bedeutung. Folgt nun daraus,
dass wir im Bereich des rein Subjektiven uns bewegen, also in einem Bereich, in dem man nicht rational nachvollziehbar argumentieren kann. Sie alle kennen das Motto, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Dann gehen wir alle wieder nach Hause, machen eine Abstimmung, per Mehrheit oder wie auch immer. Meine These dazu, dem ist nicht so, dass wir im Bereich des rein Subjektiven uns bewegen würden. Zwar ist es so, dass sich eine Beurteilung in landschaftsästhetischer Perspektive kategorial von einer Beurteilung unterscheidet, die wir in einer landschaftsökologischen Perspektive vornehmen. Während es in ökologischer Perspektive um Sachverhalte geht, die unabhängig von einem Betrachter existieren und Eigenschaften besitzen, die man mit naturwissenschaftlichen Methoden messen kann, geht es in ästhetischer Perspektive um Sachverhalte, die nur abhängig von einem Betrachter bewertet werden können und sogar in vielen Fällen nur abhängig von diesem Betrachter überhaupt existieren, so im Falle von Landschaft. Und dieser Betrachter betrachtet die Landschaft eben nicht objektiv wie ein Messinstrument, sondern ganz subjektiv. Landschaftsästhetische und landschaftsökologische Gegenstände verhalten sich, um einen Vergleich zu wagen, in etwa so, wie wenn Sie sich ein Konzert vorstellen. Sie sind der Konzert der Zuhörer und Sie nehmen eine Melodie wahr, wenn Sie diesem Konzert beiwohnen. Das wäre die ästhetische Perspektive. Und die Analogie zur ökologischen Perspektive wäre der Physiker, der neben Ihnen im Konzert sitzt und mit seinem Messinstrument die Amplituden und die Dezibelwerte dieses Konzertes misst. Also zwei völlig verschiedene Perspektiven, die angesichts eines scheinbar gleichen Gegenstandes präsent sind. So viel zu den Unterschieden der ästhetischen zur ökologisch-naturwissenschaftlichen Perspektive. Gravierende Differenzen. Man könnte eben vermuten, subjektiv, rein objektiv. Aber es gilt eben auch, dass jede subjektive Wahrnehmung, zum Beispiel die der Melodie im Konzert oder eben eines Landschaftsbildes, im Rahmen überindividueller, kultureller, intersubjektiver Wahrnehmungsmuster erfolgt. Bei diesen intersubjektiven Wahrnehmungsmustern handelt es sich teilweise um universelle, allen Menschen gemeinsame Muster, die man biologisch zurückverfolgen kann. Es gibt da verschiedene Theorien evolutionärer Ästhetik, deren Reichweite ist aber sehr begrenzt. Im Wesentlichen handelt es sich um kulturell geprägte und damit kulturspezifische Wahrnehmungsmuster. Diese haben sich im Laufe unserer Kulturgeschichte ausgebildet und werden durch Sozialisation weitergegeben. Meist sind die so internalisiert, dass wir uns ihrer nicht bewusst sind. Bestimmte Formen, darauf können wir aber, also auf alle Formen können wir reflektieren, aber bewusst im Alltag sind wir uns ihrer in der Regel nicht. Meine zweite These: Man kann über die Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die ästhetischen Qualitäten und symbolischen Bedeutungen von Landschaften dann nachvollziehbar diskutieren, wenn man sich auf die kulturell geprägten intersubjektiven Wahrnehmungsmuster bezieht, wenn man die in einer Kultur gegenwärtigen Landschaftsideale als Maßstab verwendet. Methodisch hat das nichts mit Naturwissenschaft zu tun, obwohl es um Landschaft geht. Vielmehr geht es um eine kulturwissenschaftlich und naturphilosophisch fundierte Ästhetik und Hermeneutik oder Ikonografie der Landschaft. Diese Titel sollen das andeuten, welche Perspektive dort eingenommen wird, an welchen Stellen dort drüber geschrieben wird. In einer pluralen Gesellschaft wie unserer gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Landschaftsideale. Im Folgenden beschränke ich mich darauf, drei Landschaftsideale kurz zu skizzieren, nämlich das Aufklärerische, das Konservative und das Romantische. Ich bitte Sie, das nicht im engeren Sinne jetzt politisch zu verstehen, sondern eher in einem strukturellen Sinne. Vor dem Hintergrund dieser drei Landschaftsideale, so meine dritte These, lassen sich zwar nicht alle, aber doch wohl die entscheidenden Kontroversen um die Auswirkungen von Windenergieanlagen auf das Landschaftsbild verstehen. Mit anderen Worten, ich gehe davon aus, dass das Aufklärerische, das Konservative und das romantische Landschaftsideal, obwohl sie vor über 200 Jahren entstanden sind, bis heute unsere Wahrnehmung von Landschaft maßgeblich bestimmen. Das soll nicht heißen, dass es keine Differenzen gäbe, aber von der Grundlage von den Mustern diese drei noch sehr, sehr wirksam sind. Diese Ideale skizziere ich nun der Reihe nach in den Grundzügen und gebe jeweils einige Hinweise, wie aus der Perspektive dieser Ideale Windenergieanlagen zu beurteilen wären.
Sie alle kennen vermutlich aus den Kontroversen um Windenergieanlagen eine Reihe von Äußerungen, die sich diesen drei Landschaftsidealen werden zuordnen lassen. Das aufklärerische Ideal. Charakteristisch für das aufklärerische Denken ist die Annahme, dass es eine ahistorische, universelle Vernunft gibt, die allen Menschen natürlicherweise gemeinsam ist. Gemäß der demokratietheoretischen Variante der Aufklärung soll gesellschaftliche Ordnung nach universellen Vernunftprinzipien gestaltet werden, also überall auf der Welt auf die gleiche Weise. Wenn eine Landschaft eine natürlich erscheinende harmonische Gestalt hat, die diese vernünftige Gesellschaftsordnung symbolisiert, so hier in Nymphenburg, dann gilt sie als schön. Lokale landschaftliche Besonderheiten werden tendenziell negativ bewertet. Sie weisen auf unvollständige Emanzipation von unvernünftigen lokalen Traditionen hin. Die aufklärerische Ideallandschaft ist nicht eine organisch gewachsene Landschaft, sondern eine konstruierte Landschaft. Paradigmatisch für dieses Ideal konstruierter scheinbarer Natürlichkeit sind bestimmte Varianten von Landschaftsgärten. Bei deren Anlage diente das einfache Landleben bzw. das Ideal einer arkadischen Hirtenlandschaft, in der man ein Symbol für den natürlichen Urzustand der Freiheit und Gleichheit aller Menschen sah, als Vorbild. Das Gegenbild kennen Sie auch, es ist der Barockgarten mit seinen unnatürlichen geometrischen Formen oder als solche angesehenen zumindest. Wie sind Windenergieanlagen zu beurteilen, wenn man dieses Landschaftsideal, das aufklärerische, zugrunde legt? Zwei Aspekte scheinen mir wesentlich. Einerseits stehen sie als technische Bauwerke im Konflikt zum Ideal einer natürlich erscheinenden Harmonie. Andererseits können Windenergieanlagen, vor allem wenn sie als Bürgerwindparks realisiert sind, positiv als Zeichen eines durch einen demokratischen Gemeinwillen legitimierten, vernünftigen Zukunftsentwurfs wahrgenommen werden. Das konservative Landschaftsideal. Ich denke, man kann sagen, dass es in Deutschland zumindest, wenn man den Naturschutz betrachtet, das wohl einflussreichste Landschaftsideal ist. Es bildet den wesentlichen Hintergrund der Forderung von § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes, die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft zu erhalten. Dieses konservative Landschaftsideal basiert auf einer aufklärungskritischen Kulturtheorie, der zufolge Vernunft nicht geschichtslos universell ist, sondern genetisch kontextualistisch. Das Ziel kultureller Entwicklung ist nicht die Verwirklichung universeller Vernunftprinzipien, sondern die Ausbildung kultureller Eigenart. Kulturelle Eigenart entsteht, wenn die Kulturentwicklung durch das organische Wechselspiel von zwei Faktoren bestimmt wird. Erstens durch die besonderen natürlichen Gegebenheiten eines Gebietes, und zweitens durch den besonderen Charakter der Menschen, die in diesem Gebiet leben. Durch das Wechselspiel dieser beiden Faktoren bildet sich im Laufe der Kulturgeschichte eine einzigartige und zweckmäßige Einheit von Land und Leuten, so Riehl, heraus. Diese Einheit stellt eine einzigartige Vielfalt von Bräuchen und Landnutzungsformen dar, die untrennbar verwoben ist mit einer einzigartigen Kulturlandschaft. Diese zeichnet sich durch eine charakteristische Vielfalt von Landschaftsbestandteilen aus. Wohlgemerkt Vielfalt, nicht zu verwechseln mit einer Vielzahl von in irgendeiner Weise kombinierten Landschaftselementen, wie originell oder individuell, außergewöhnlich selten oder was auch immer sie sein mögen. Also man muss unterscheiden, Vielfalt, eine Einheit, die sich zu etwas entfaltet hat, von einer Vielzahl, also eine Ansammlung von im Prinzip beliebigen Unterschiedlichkeiten. Die Bewertung in konservativer Perspektive. Man kann sagen, dass Windenergieanlagen zwar die Anzahl unterschiedlicher Elemente in der Landschaft erhöhen, also die Vielzahl, aber zur Vielfalt und Eigenart nicht beitragen. Sie stellen vielmehr als Produkte industrieller Serienproduktion, die in Material und Gestalt ohne Bezug auf naturräumliche und kulturelle Besonderheiten hergestellt werden, technisch-industrielle Fremdkörper dar, die die organisch gewachsene kulturlandschaftliche Eigenart beeinträchtigen.
Aufgrund ihrer Größe werden Windenergieanlagen im Rahmen des konservativen Landschaftsideals nicht als erhabene Technik wahrgenommen, sondern als unharmonisch groß. Sie missachten, dass durch natürliche Elemente, wie zum Beispiel Bäume, und kulturelle Elemente wie Kirchtürme gesetzten vertikalen Maßstab und zerstören so die harmonischen Proportionen der Landschaft. Zum dritten Ideal. Am Beginn der Romantik steht die Feststellung, dass die Aufklärung und auch die konservative Gegenaufklärung durch ihre Orientierung an Vernunft zur Entzauberung der Welt führt. Darauf reagiert die Romantik mit einer Kunstreligion, mit der Idee und der individuellen Praxis der ästhetischen Neuschaffung, einer zauberhaften Wirklichkeit durch das künstlerisch produktive Subjekt, das jeder Mensch sein kann. Nicht eine vernünftig gestaltete Ordnung soll geschaffen werden, sondern ein flüchtiger Augenblick der Entgrenzung des Ich und seiner Verschmelzung mit der Natur. Die Ideallandschaft der Romantik ist nicht die harmonische Kulturlandschaft des Konservatismus, auch nicht die konstruierte der Aufklärung, sondern eine Landschaft, die es dem sehnsuchtsvollen Blick erlaubt, sich dem Zugriff der Natur entzogenen, fernen Natur zuzuwenden, sich in diese zu verlieren, zum Beispiel im Blick auf den Horizont, an dem Himmel und Erde, Immaterielles und Materielles verschmelzen. Zudem sucht der romantische Blick eine nahe Natur, die abgründig oder wild ist und als geheimnisvoller Ort wahrgenommen werden kann, an dem die Vernunft machtlos ist. Wie sind Windenergieanlagen aus dieser Perspektive des romantischen Landschaftsideals zu beurteilen? In der Naherfahrung beeinträchtigen sie die romantische Wahrnehmung einer wilden oder geheimnisvollen Natur. Die fantasievolle Flucht in die Ferne des Horizontes wird durchkreuzt. Die Ferne ist nicht mehr der Vernunft entzogen, sondern mit vernünftiger Technik besetzt. Zur aktuellen Tendenz, Windenergieanlagen über Wäldern zu errichten, ist anzumerken, Wald spielt in romantischer Perspektive eine besondere Rolle als Gegenwelt zur Zivilisation. Im Wald sind Gefühle der Freiheit von Zivilisation und von Vernunft möglich. Im Wald erfüllt sich die Sehnsucht nach Stille, nach Waldeinsamkeit, Tieck, nach einer ziellosen Idylle, nach einer ziellosen, zeitlosen Idylle, Eichendorff, ziellos wäre auch nicht falsch. Eine über einem Wald errichtete Windenergieanlage beeinträchtigt diese romantische Stimmung des Waldes Inneren, in das wir eintreten, wenn wir uns in einen Wald begeben. Meine bisherigen Überlegungen zeigen, so meine siebte These, die ästhetisch-symbolische Hauptwirkung von Windenergieanlagen ist der Verlust einer von Technik freien natürlichen Landschaft. Wobei natürlich nicht heißt, dass sie in einem ökologischen Sinne natürlich wäre, sondern natürlich erscheint. Ähnliches lässt sich über Solarfarmen sagen. Die Situation ist vergleichbar mit der von Suburbanisierungsprozessen. Die Trennung von städtischem und ländlichem wird aufgehoben, indem technisch-industrielle Elemente in die Landschaft eingebracht werden, diese symbolisch zur Fabrik mit Maschinen zur Stromproduktion wird. Eine Landschaft, in der eine Windenergieanlage errichtet wird, kann nicht mehr wie zuvor als Gegenwelt zur geplanten technischen Welt der Stadt fungieren. Das Gegenüber des Blicks in die Landschaft ist nicht mehr Natur oder scheinbare Natur, nicht mehr etwas, das für Natur gehalten wird oder werden kann, sondern etwas eindeutig Künstliches, ein technisches Bauwerk. Damit ist nicht bestritten, dass technische Bauwerke, Architektur, Industriekomplexe und so weiter eine ganz eigene Ästhetik besitzen können, die hohe Wertschätzung verdient. Damit ist auch nicht bestritten, dass es wunderbare Projekte der Landart gibt, die technische Bauwerke verwenden und integrieren. Und damit ist nicht behauptet, dass Naturschöne sei dem Kunstschönen überlegen und grundsätzlich vorzuziehen. Es geht nur darum, bei der Frage nach der Landschaftsverträglichkeit von Windenergieanlagen ist zu berücksichtigen,
worin in unserer Kultur eine wesentliche Qualität der ästhetisch-symbolischen Wahrnehmung schöner Landschaft besteht. Nämlich darin, dass die Natur jene Schönheit hervorgebracht hat. Dieser Gedanke muss die Anschauung und Reflexion begleiten. So hat es Kant formuliert. Darin liegt die Einzigartigkeit des Naturschönen gegenüber dem Kunstschönen, selbst wenn das Kunstschöne das Naturschöne der Form nach übertrifft. In ähnlichem Sinne schreibt der Philosoph Martin Seel in seiner Ästhetik der Natur: Nur in einer mehr oder weniger freien Natur kann es schöne Natur geben. Es ist die unverfügbare dynamische Eigenmächtigkeit der Natur, die bei der Betrachtung einer Landschaft Symboliken menschlicher Freiheit möglich macht. Nachdem ich bisher thematisiert habe, welche potenziellen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen es gibt, kann ich nun die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen eines landschaftsverträglichen Ausbaus der Windenergie behandeln. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob sich mit dem Instrumentarium räumlicher Planung potenzielle Beeinträchtigungen vermeiden lassen. Vermeidung kann sich erstens auf die Gestaltung der baulichen Anlage, also der Windenergieanlage, beziehen, zweitens auf die Sichtbarkeit an einem gesetzten Standort und drittens auf den Standort. Zum Ersten, der technische Charakter einer Windenergieanlage lässt sich durch ihre bauliche Gestaltung kaum abschwächen. Hier besteht also auch kaum Vermeidungspotenzial. Zum Zweiten, auch die Möglichkeit, die Sichtbarkeit von Windenergieanlagen an einem gegebenen Standort zu beschränken, sind anders als zum Beispiel bei Solarfarmen sehr begrenzt, weil sie eben deutlich höher sind als Bäume, sodass Begrünungen allenfalls kleinräumig wirksame Sichtverschattungen bewirken können. Das entscheidende planerische Instrument zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Landschaft durch Windenergieanlagen ist somit, meine achte These, die Standortwahl. Eine Minimierung der Eingriffe ist vor allem dann möglich, wenn Windenergieanlagen nur in Gebieten errichtet werden, deren Landschaftsbild bereits von geringer Qualität ist, weil es zum Beispiel durch industrielle Landwirtschaft schon stark an Qualität verloren hat oder dort Vorbelastungen durch technische Bauwerke wie Sendemasten, Hochspannungsleitungen, Autobahnen und so weiter bestehen. Jedoch muss man bedenken, dass ein Zielkonflikt bei der Standortwahl besteht. Für Windenergieanlagen ergiebige Standorte befinden sich vor allem an den Küsten, in den Hochlagen der Mittelgebirge und in den Alpen. Das sind zugleich diejenigen Gebiete, die zu den landschaftlich attraktivsten zählen. Ich komme zu meinem Fazit. Die Szenarien, die von verschiedenen Behörden und Forschungsinstituten vorgelegt worden sind, legen den Schluss nahe, dass die Energiewende ohne einen Ausbau der Windenergie kaum möglich sein wird. 2014 wurden in Deutschland 1,6% des Primärenergieverbrauchs durch Windenergie gedeckt, mit 25.000 Anlagen. Wenn dieser Anteil deutlich wachsen soll, wird sich die Anzahl der Windenergieanlagen vervielfachen müssen. Ein anderer Aspekt ist die weitere Erhöhung der Bauhöhe von Anlagen. Soweit ich weiß, sind mittlerweile Anlagen mit Höhen von 300 bis 400 Metern in der Planung, statt der bisherigen 200 Meter. Ein landschaftsverträglicher Ausbau der Windenergie erfordert es jedoch, ausgewählte Landschaften von Windenergieanlagen freizuhalten. Das A und O einer landschaftsverträglichen Nutzung der Windenergie ist eine konsequente großräumige Standortwahl, die nicht nur ökonomische, ökologische und gesundheitliche Kriterien berücksichtigt, sondern unbedingt auch das Landschaftsbild. Damit die Erhöhung des Anteils von Windenergie am Primärenergieverbrauch, die notwendig ist, einerseits, und die Erhaltung von Landschaften, die frei sind von technischen Bauwerken, andererseits möglich ist, wird eine deutliche Reduzierung des Primärenergieverbrauchs erforderlich sein. So lautet meine abschließende neunte These: Es besteht ein gravierender Zielkonflikt zwischen dem Ausbau der Windenergie und der Erhaltung technikfreier Landschaft, deren Entschärfung Suffizienz erfordert. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.